Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir sticken endlich wieder zusammen. Endlich, endlich, endlich. Ich bin hier an der letzten Figur von der Krippe. Am Ochsen, beziehungsweise für mich sieht es aus wie eine Kuh. Und so viel habe ich jetzt schon gestickt und es ist halt die allerletzte Figur. Ich muss mal gerade mal schauen wegen meiner Anleitung, dass ich hier auch was sehe. Ja, wir sind endlich umgezogen. Wir sind natürlich noch nicht fertig mit Ausräumen und so weiter. Also Möbel stehen alle an ihrer Stelle, wo sie hin sollen. Aber wie gesagt, ausgepackt haben wir noch nicht alles. Ist halt auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Kleinkram, wo man halt erstmal überlegen muss, wo mache ich es jetzt wirklich hin? Weil es ja doch jetzt etwas anders angeordnet ist, als es das einfach vorher war. Und dann überlegt man tatsächlich schon, ja, wo soll es genau hin und so weiter. Also ich hatte das nicht nur mit so Kleinkram, sondern allgemein mit Gegenständen. Auch zum Beispiel mein Bastelwagen und einfach in den Schubladen, weil man es halt doch einfach anders einräumt, als es vorher war. Aber es hat soweit alles gut geklappt. Wir haben jetzt drüben nur noch ein paar Kleinigkeiten. Hier habe ich nicht richtig gestickt. Werden wir korrigieren. Ja, einfach noch so ein paar Kleinigkeiten halt rumliegen. Die müssen wir jetzt holen. Also heute ist Freitag. Ich hatte heute auch frei, weil heute tatsächlich die Ummeldung auch war. Und morgen sind wir halt wieder in der Wohnung. Dann muss ich halt noch putzen. Und dann nehmen wir halt den restlichen Kleinkram mit, auch der im Keller einfach so ist, ne, den man jetzt einfach nicht in so Kartons einfach hat. Ja, aber alles in allem hat es sehr gut funktioniert. Wir waren schnell, sag ich mal. Also wir hatten die zweite Tour war um die Mittagszeit schon fertig. Und haben dann quasi noch eine dritte gemacht. War gerade überlegen, die dritte war auch schon mit Keller, ja. Keller und so restlichen Kleinkram. Und also das war samstags und sonntags haben wir dann nochmal Keller gefahren. Also ich habe jetzt noch ein kleines Regal, das ist tatsächlich jetzt noch drüben, das in der Küche stand. Da steht meine Kaffeemaschine drauf. Das werde ich nicht mehr aufstellen, weil ich den Platz dann jetzt dafür tatsächlich nicht mehr habe. Aber das werden wir natürlich nicht wegschmeißen. Und ansonsten eine Stehlampe habe ich tatsächlich noch drüben. Und noch eine kleine andere Lampe. Aber ansonsten ist alles hier. Also das hat wirklich da gut funktioniert. Na, ich jetzt einen Knoten rein. Mal gerade schauen, haben wir dunkel, jetzt wieder hell. Ja, wie gesagt, heute waren wir bei der Ummeldung. Da sind wir alle zusammen gewesen. Da sind wir noch im Café Extrablatt gewesen und haben uns quasi ein zweites Frühstück gegönnt. Und dann sind wir noch einkaufen gefahren und dann halt wieder heim. Und dann haben wir hier die ganze Zeit halt jetzt sortiert, ausgepackt, aufgeräumt. Da war ich einfach nach der Arbeit, also ich habe ja Montag bis Donnerstag, also heute habe ich frei gehabt, heute ist Freitag. Die anderen Tage habe ich aber gearbeitet. Das heißt, super viel schafft man da einfach nicht auszuräumen. Aber ja, wir sind jetzt so größtenteils fertig. Ne? Also ich habe jetzt noch ein paar Kartons. Ja, da steht zwar Schlafzimmer drauf, aber das sind halt nicht wirklich Sachen vom Schlafzimmer drin. Okay, jetzt habe ich alles ausgekippt, auch gut. Okay. Ich wollte eigentlich ein paar schwarze haben. Okay. Ja, ich würde sagen, ich gebe mir mal eben die Perlen zurück und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Perlen wieder alle am Start. Achso, jetzt kann ich das
Brett wieder hier rauffahren. Das ist übrigens ein Brett von Thorsten. Das ist dieses Alaska, dieses Dreierbrett. So, 4 Stück. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, so ein paar Kartons habe ich jetzt noch. Also in der Küche steht jetzt noch 1, 2, da haben wir einen Vorratsraum. Und da kommt halt sozusagen unser alter Abstellraum auch rein. Und ja, das sind halt so Hutsachen und sowas. Das haben wir halt alles jetzt noch nicht gemacht. Aber das kommt alles nach und nach jetzt noch. Ja, und ich habe da dann, wann war das? Vorgestern. Hier angefangen nochmal zu sticken, weil das ist halt, wie gesagt, das letzte aus der Krippe noch. Und wenn das fertig ist, dann starten wir ja was Neues. Und man glaubt gar nicht, wie lange man da wirklich dran sitzt. Also ich habe jetzt auch an den ganz großen Figuren, da habe ich wirklich auch ewig dran gesessen. Ich meine, klar, besonders lang hat halt dieser Stall einfach gedauert, weil der super unhandlich ist und man den gar nicht richtig festhalten kann. Irgendwann hat man so den Dreh ein bisschen raus, wie man es halten muss, aber ja, das hat auch ewig gedauert, bis ich den fertig hatte. Aber ich muss sagen, im Ganzen, ich hatte ja den Stall, oder was heißt den Stall? Die Krippe habe ich ja letztes Jahr angefangen. Und da habe ich ja gedacht, ja, dann stellst du die auch noch auf dieses Jahr und so. Ich meine, gut, ich hatte ja dann ja gar keine Dekoration, Weihnachtsdeko wegen dem Umzug einfach. Und hatte dann eigentlich auch nicht wirklich Motivation, mehr daran zu sticken, einfach weil ich wusste, dass ich es halt nicht mehr aufstelle. Aber dadurch, dass ich ja alle meine Perlensachen halt schon weg hatte und das das Einzige war, was ich noch da hatte, ja, habe ich natürlich daran gestickt und hatte natürlich auch viel Spaß daran. Also ich muss sagen, die Krippe zu sticken hat mega viel Spaß gemacht. Allgemein sticke ich ganz gerne zwischendurch immer mal auf Holz. Ja, also das ist mal eine schöne Abwechslung. Weiß nicht, ob ihr alle schon mal auf Holz gestickt habt. Jetzt müssen wir mal schauen. 4. Bin ich denn da überhaupt noch richtig hier? Ja, 4 graue. Also es macht schon Spaß, wobei ich sagen muss, ich sticke lieber gerne kleinere Figuren als hier diese großen, weil man halt da so extrem drauf achten muss, dass man halt richtig stickt. Weil ich habe ja keine keine Angaben, wie wenn ich auf dem Stoff sticke und dann immer alle 10 Perlen quasi meinen Strich habe. Das hat man hier halt einfach nicht. Und je nachdem, welches Motiv man einfach stickt hier, bleibt man halt super auf dem Faden hängen. Also auch mit dem, wo hatte ich das, beim Esel, den habe ich vorher gestickt, da bin ich super oft hängen geblieben. Aber es macht halt richtig viel Spaß. Ich sticke, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf Holz und freue mich aber jetzt, dass die Krippe dann demnächst fertig ist und dass ich sie dann ja in diesem Jahr endlich aufstellen kann. Ja, an welchen Projekten habt ihr denn so die letzte Zeit gearbeitet? Also ich habe das nicht ganz so mitbekommen. Auf Facebook und auch nicht auf YouTube. Ich hänge massig weit mit Videos zurück. Wenn ich dann nämlich abends mal ein Video geschaut habe, war es tatsächlich so, dass ich dann doch wieder eingeschlafen bin nach dem ganzen langen Tag arbeiten und dann noch auspacken und alles. Oder auch mit dem, ja, einfach einpacken. 2, 3, 4, 5. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, welche Projekte ihr die letzte Zeit so gemacht habt. Egal ob Perlensticken, Kreuzsticken oder Perlensticken. Ich habe ja ein bisschen unglücklich die Anleitung hier hingelegt. Ja, auf jeden Fall, wenn dann hier der Ochse fertig ist, starten wir ein neues Projekt. Dieses neue Projekt werde ich hier in dieses Perlenbrett von Thorsten einrollen. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, wie viele Farben es hat. Müsste ich tatsächlich nochmal im Unboxing gucken. Ja, da freue ich mich einfach schon mega drauf. Also endlich wieder ein Perlenbild. Also wie gesagt, ich sticke gerne auf Holz, aber ich habe das Perlensticken auf einem Bild auf Stoff total vermisst. Und ich freue mich total, wenn ich dann damit wieder anfangen kann. Jetzt müssen wir mal schauen, jetzt kommen da ja 2 dunkle. Und da werde ich euch natürlich selbstverständlich mitnehmen. Also es werden jetzt wieder mehr Videos kommen. Ihr wisst ja, ich habe keine festen Upload-Tage mehr. Das werde ich auch, falsch angestochen,
nicht wieder einführen, einfach weil ich das, ja, das ist halt Stress, wenn ich weiß, ich muss jedes Wochenende Video drehen, um die Videos alle online zu haben. Ich mache es einfach so, wie ich Lust und Laune habe, drehe ich einfach für euch und wie ich Zeit habe. Und dann bekommt ihr Videos von mir. Streamen werden wir natürlich auch wieder. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, da im Büro, wo mein Streaming-Setup ja hin soll, das ist noch nicht fertig. Da steht aktuell noch ein anderer Rechner. Also das wird noch ein bisschen dauern. Aber Videos auf jeden Fall. Ich werde auch schauen, dass ich das jetzt relativ zeitnah schneide, dass ihr das auch online bekommt. Ich muss immer zwischendurch mal gucken, ob er auch scharf stellt. Ja, und jetzt bin ich halt immer dann zwischendurch dran, mal Videos nachzugucken, wenn ich dann mal Zeit habe zum Sticken. Also als ich hier diese paar Reihen oder drei Reihen waren das ja, gestickt habe, habe ich schon ein bisschen Videos geschaut. Aber ich hänge da auf jeden Fall noch sehr weit zurück. Meine Nadel ist total verbogen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, auch jetzt hier, wo ich sitze, das ist weder das hier, wo ich meine Videos normalerweise drehen werde, noch wird das hier mein Stickbereich sein. Hin und wieder werde ich ja schon mal sitzen, denke ich, aber ist eigentlich eher so, sollte eigentlich mein Nagelbereich werden, sagen wir es mal so. Ich habe meine ganzen Nagelsachen hier untergebracht. Ja, ist klar, ne? Ein Faden ist reingegangen, der andere nicht. Komm schon. Ich will jetzt hier nicht nochmal auf Pause machen. Apropos Pause. Ey, ich weiß ja nicht, diejenigen von euch, die YouTube machen, sagen mal, ja, ich drücke dann auf Pause im Video. Machen dann weiter. Also ich filme tatsächlich ja mit dem iPhone, das ist mein altes iPhone 11. Da gibt es gar keine Pausenfunktion, zumindest nicht, dass ich wüsste. Für diejenigen, die auch mit dem iPhone drehen, können mir das ja gerne mal berichten. Auf jeden Fall ist bei mir quasi nur der Start- und der Endknopf. Aber schreibt mir das ja gerne mal in die Kommentare. So, 1, 2, 3. Ist noch eine Perle hingefallen. Ich bin auch ein bisschen so krank gewesen, tatsächlich. Mein Freund hatte Husten und Erkältung. Schön zum Umzug, war super. Oder kurz davor, sagen wir es mal. Und ich habe gesagt, ich darf das auf keinen Fall zum Umzug kriegen. Ist bei mir auch nicht richtig durchgekommen, aber zwischendurch muss ich dann doch immer ein bisschen husten. Aber das bessert sich zum Glück. Ja, heute passiert hier bei uns nichts Spannendes mehr. Also, wir werden uns gleich noch was zu essen machen. Da haben wir quasi noch Reste übrig, die werden wir uns warm machen. Und ich denke mal, wir werden es einen Film heute anmachen. Und dann, ja, morgen auf jeden Fall ausschlafen, damit wir dann morgen fit sind für die restlichen Sachen. Könnt ihr mal sehen, wie lange ich an dieser blöden Reihe hier sitze? Ne? Ich habe im Anfang des Videos hier angefangen und ich bin einfach immer noch nicht fertig. Und wir filmen, glaube ich, schon eine Viertelstunde oder so. Unglaublich. Jo, ansonsten gibt es nichts Spannendes Neues. Wie gesagt, ich war die letzten Wochen nur mit Umzug beschäftigt. Einpacken und dann hier wieder alles auspacken. Räumen und sortieren, ausmisten. Und irgendwie, man hat ja gefühlt, oder nicht nur gefühlt, man hat von allem viel zu viel. Mal schauen. Jetzt drei der drei Helle, okay. Also auch als ich jetzt meine ganzen Lego-Sachen ausgepackt habe, ich habe hier Harry Potter Lego und da wusste ich gar nicht, dass ich da noch mehr hatte, als ich dann den Karton
gestern Abend ausgeräumt habe. Und dann noch Star Wars, wo ich dann dachte, oh wunderbar, bist fertig. Und dann, nein, bin ich nicht. Das ist schon Wahnsinn. Auch Sticksachen und Perlensachen und Diamond Painting. Sollen wir doch mal eben abstreichen, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Das ist halt wirklich der Nachteil, wenn du so große Sachen hast. Und ich mache das immer mit dem Feinliner. Einfach Linie, Feinliner. Und los geht's. Ja, ich hoffe, euch geht es soweit allen gut. Stickjunkie gibt es dieses Mal nicht für Januar. Also, ich könnte euch zwar die Krippe zeigen, aber die habe ich ja hin und wieder auch immer mal im Discord gezeigt. Wer noch nicht immer im Discord ist, der kann gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken. Da zeige ich halt immer zwischendurch mal, was ich halt an Projekten so mache. Oder habe ich ja auch in der Gruppe gezeigt, Rinas Perlenstickwelt. Oder dann bei der Mine in der Gruppe. Kunterbuntmine. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ich denke mal, Stick-Update. Also heute ist der 2. Februar. Also je nachdem, wie weit ich jetzt komme und ich das Bild noch anfange, was ich sehr hoffe. Doch, denke ich, dann gibt es einen Stick-Junkie. Habe ich aber Bock drauf. Ja, und auf dem Zweitkanal wird es, denke ich, auf jeden Fall auch wieder ein Sensi-Unboxing geben. Ich habe nämlich was bestellt. Da habe ich auch noch einen aufgebraucht. Habe ich tatsächlich nicht geschnitten bisher. Habe ich aber abgedreht für euch. Das kommt auf jeden Fall noch. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei Rina Jacksons Welt. Mein Zweitkanal ist auch unten verlinkt. Da mache ich dann nochmal so Sensi-Hauls, DM-Hauls, Action-Hauls, falls ich da mal was habe. War ich jetzt sehr lange nicht mehr. Aber wir haben hier zwei Action direkt in der Nähe. Das heißt, da wird bestimmt noch was kommen. Ja, und dann könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich habe gehört, einige von den Nicht-YouTubern, aber auch die YouTuber, machen ja bei dem Kaufstopp mit von Vicky, von Mine und von Corinna. Da könnt ihr mir gerne mal schreiben, wer von euch mit dabei ist. Ich verlinke euch die drei Kanäle auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung. Ich mache da nicht mit. Wenn ich irgendwas haben will, dann kaufe ich mir das. Ich probiere natürlich schon weniger zu kaufen, einfach jetzt, wo ich nach dem Umzug diese Massen gesehen habe. Also auch Holzstickereien. Wahnsinn, was ich da alles habe. Und auch so Kreuzstick-Sachen. Ich muss auch noch mein Disney-Kreuzstick-Abo, da habe ich ja das Abo. Da habe ich natürlich jetzt die letzten Hefte gar nicht mehr einsortiert in die Ordner, einfach weil die Ordner schon hier waren und das Abo teilweise noch nach drüben kam. Die muss ich dann in den nächsten Wochen auch mal endlich einsortieren. Da habe ich auch jede Menge Projekte, die ich da sticken kann. Ja, mal schauen. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dieses Jahr mehr Perlen zu sticken, weil ich habe letztes Jahr relativ viel Kreuzsticken gemacht. Diamond Painting muss ich mal schauen, wie es da aktuell ist. Wie da die Lust so da ist. Könnte mir vorstellen, dass ich auch im Sommer, weiß ich nicht, draußen pendeln. Wahrscheinlich eher Kreuzstick da mache. Aber mal schauen. Wir werden sehen, was das Jahr 2024 für uns bereithält. Und lassen uns einfach überraschen. Na Wahnsinn, jetzt habe ich 20 Minuten gebraucht, um diese blöde Reihe hier zu stecken. Ich meine, klar, ich bin nicht so schnell, als wenn ich das ohne Kamera mache, einfach weil ich mir auch die Vorlage so blöde dahingelegt habe.
Und beim Holzsticken ist man sowieso nicht so schnell. Ihr seht ja, ich drehe das halt auch tatsächlich immer um, weil ich da nicht im Dunkeln irgendwo tappen will und da ewig suchen will, bis ich das Loch da finde. Und für mich geht es einfach schneller, wenn ich das immer umdrehe. Aber es wird. Es wird. Ja, so sieht es jetzt aktuell aus. Bisher muss ich sagen, gefällt mir die Krippe sehr, sehr gut. Also viel, viel schöner als auf dem Vorschaubild. Ich bin auch nicht gläubig. Ich bin tatsächlich vor einigen Jahren aus der Kirche ausgetreten und mag eigentlich dieses archchristliche nicht so. Aber ich muss sagen, die Krippe hat mir von Anfang an mega gefallen. Also die finde ich seit Anfang an super, super schön. Und ich meine, gut, die hat auch 99 Euro, glaube ich, gekostet, also knapp 100 Euro. Aber die hat sich wirklich gelohnt und die Figuren sehen so viel schöner aus als auf dem Vorschaubild. Also alle, auch die bisher die Krippe gestickt haben, ich weiß, einige sticken die Krippe aktuell mit mir zusammen. Hier die Stimme schon weg. Die sind auch alle ganz begeistert davon. Also das sieht wirklich richtig toll aus und ich glaube auch zu Weihnachten würde die einfach ganz toll aussehen. Ich würde die gerne nämlich hier im Schlafzimmer aufstellen, hier auf unserer braunen Kommode, die hier steht. Oder vielleicht hier auf dem Tischchen mal schauen. Ja, wird auf jeden Fall richtig, richtig schön, hoffe ich. Also dieses Jahr Weihnachten, ja, muss ich mich quasi austoben und das nachholen, was ich alles letztes Jahr verpasst habe. Ja, meine Lieben, ich werde das Video jetzt auch an dieser Stelle beenden. Wir haben jetzt bei uns 5:30. Wir werden jetzt zu Abend essen. Und wie gesagt, den Tag dann ausklingen lassen. Ich denke mit einem Film. Und würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ja, wenn ihr mich auf das nächste Jahr YouTube begleiten wollt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir sehr, sehr gerne Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.